Was wir heute an unserem ersten Tag in Spanien am meisten gemacht haben? Einfach Zeit mit Oma und Opa verbracht. Als wir nämlich mit Opa zurück vom Flughafen in die Wohnung kamen, hatte die Oma schon super lecker Spanisch gekocht und wir haben uns das erstmal so richtig schmecken lassen. Und danach haben wir einfach gequatscht, zu Hause gespielt und ein bisschen abgemattet. Und gegen Abend sind wir dann nochmal raus und einfach die 2 Minuten runter zum Strand gelaufen und haben es genossen. Bin tatsächlich immer wieder aufs Neue überrascht, auch wenn ich es schon kenne, wie viel Lebensqualität diese spanischen Städte bieten. Und blickt da schon auch mit ein bisschen Wehmut drauf, wie wir zum Beispiel in Deutschland leben. Der Vergleich dieser beiden Kulturen ist sehr, sehr spannend. Man muss einfach neidlos anerkennen, dass die Spanier das ganze Leben ein bisschen ruhiger angehen lassen. Hier sind am Sonntagabend noch massenhaft Familien am Strand, spielen Fußball, gehen essen, sind einfach zusammen. Auf dem Rückweg in die Wohnung sind wir dann einfach nochmal schnell in den Supermarkt geflitzt und der Opa hat noch was zum Abendessen besorgt. Und während die Jungs noch ihren Nachtisch genießen, räume ich mal unsere Koffer aus. Aber dann geht's bald ins Bett, denn wir sind heute schließlich schon um 6 aufgestanden. Wenn ihr mehr von unserem Urlaub sehen wollt, macht das Plus weg und lasst den Kommis ein bisschen Liebe da.